Herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. So wie ihr euch gerade diesen Vlog anguckt, wollen wir uns auch gleich gemeinsam was angucken. Ja, das ist was ganz, ganz Seltenes, dass wir drei zusammen ins Kino gehen. Jetzt, wo wir schon die Serie The Last of Us zusammen alle angucken, jetzt gehen wir auch zusammen ins Kino. Das ist wirklich jahrelang nicht mehr passiert. Ja. Wir sind zuletzt in Avatar gegangen, Stefan und ich. Ja. Simone wollte nicht mit. Jetzt haben wir mal einen Film gefunden. Der uns alle interessiert. Ja. Und welcher Film ist es? Ja, da wir die Hörspiele so lieben, die drei Fragezeichen und das Erbe des Drachen, meine ich. Ich habe nur den Trailer gesehen bis jetzt. Bin ich schon mal sehr gespannt drauf. Ich meine, es gab ja schon zwei Filme von die drei Fragezeichen. Die waren alle beide nicht so mein Ding. Wir sind gespannt, wie es heute wird. Ich bin besser Dinge. Ich hoffe, es wird gut. Ja. Ja. Ich würde sagen. Jetzt geht's los mit dem Vlog. So, da sitzen wir jetzt. Natürlich wieder mal, sind wir viel zu früh da. Der Film geht erst in 20 Minuten los. Ja, was will ich da mal eben darüber sagen, über das Thema drei Fragezeichen? Ich höre die drei Fragezeichen Hörspiele, seitdem es die gibt, 1979. Und habe auch einige Bücher davon gelesen. Und es sind bis heute diese ersten 30 Hörspiele, die ich immer und immer wieder höre, sind meine Lieblingshörspiele überhaupt. Und die höre ich mir wirklich abends zum Einschlafen an, seit vielen, vielen Jahren. Und wie ist das bei John? Ja, ich habe die Hörspiele natürlich früher auch gehört. Ich habe sogar Hörspiele gehört, die du noch gar nicht gehört hast. Und zwar gab es ja auch noch so eine zweite Reihe von die drei Fragezeichen, wo es quasi nochmal für das Publikum des jüngeren Alters... So Kids, ne? Drei Fragezeichen Kids, ja. Fand ich früher auch ganz cool und ich bin sehr gespannt, weil eigentlich finde ich die Kinderfilme, die heute so rauskommen, gar nicht mehr so gut, wenn ich mal was davon sehe, so manchmal Trailer oder Ausschnitte von auf TikTok sehe, also was ich früher geguckt hatte, so mit der Wiki oder was es da gab, das war alles so perfekt und heute finde ich so, ist die Darstellung nicht immer die beste und bin ich gespannt, wie das heute sein wird, genau, das ist auch ein deutscher Film. Wir waren ja auch im Kino bei TKKG vor einiger Zeit mal, als das war. Und da muss ich mal sagen, das war auch nicht so richtig toll, aber auch nicht so richtig schlecht. Das haben sie halt relativ in Ordnung hinbekommen. So, genau. Und ich hatte nämlich auch gesagt, nachdem die ersten beiden drei Fragezeichen Kinofilme so schlecht waren, oder der erste für mich, den zweiten habe ich gar nicht mehr geguckt, habe ich mir eigentlich geschworen gehabt, ich wollte es nicht gucken. Aber jetzt, durch die deutschen Schauspieler, ich bin sehr neugierig und hoffe, nicht enttäuscht zu werden. Also, und Simone, bei welchem Film warst du das letzte Mal im Kino? Das weiß ich. Wie lange ist das her? Lange. Hat sie schon vergessen, so lange ist es her. So, jetzt sind wir sehr gespannt auf die Vorstellung. Und dann melden wir uns nochmal wieder, glaube ich. Justus Jonas von den drei Detektiven. Die berühmtesten Detektive der Welt. Dieses unverschämte Plappermaul treibt mich noch in den Wahnsinn. Die drei Fragezeichen. Erbe des Drachen. Ja, da stehen wir wieder für die Hühner auf der Stange. Wie war's, Johnny? Ich muss sagen, war sehr gut. Also war nicht so wie bei den meisten heutzutagigen deutschen Kinderfilmen, dass das alles so übertrieben ist. Also ich fand das sehr gut gelungen. Vor allem die Anfangssequenz, wo es quasi dieser Kalifornien Vibe übergeben wurde. Also das fand ich krass. Haben sie zwar, wie man gelesen hat, in Spanien gedreht, aber das haben sie sehr gut hinbekommen. Sieht wirklich so aus, wie man sich das auch aus den Hörspielen vorstellt. Ja, ich muss auch sagen, das ist auf jeden Fall der beste drei Fragezeichen Film für mich. Natürlich kann man dieses Feeling, was ich beim Anhören der Hörspiele habe, nicht in einen Film umsetzen. Das geht einfach heutzutage nicht mehr. Die haben zwar gut die Geräusche auch aus den Hörspielen genommen, aber ich meine, so was einen beim Hörspiel ja die ganze Zeit begleitet, vor allem wenn man das so lange hört wie Stefan, sind natürlich die Stimme und die fehlen natürlich. Ja. Aber ich muss sagen, die haben Schauspieler gefunden, die wirklich so aussehen, wie man sich das auch vorstellt. Genau. Also so ein bisschen, ja. Sympathisch irgendwie besetzt worden, muss ich auch sagen. Ich hätte mir aber gewünscht, dass das mehr in Rocky Beach gespielt hätte. Das also hat mir jetzt so ein bisschen gefehlt, um das Feeling zu kriegen. Ja, und das war bei mir genauso. Aber sonst war super. Okay, ja. Gute Musik war es auch, ja. Also ich kann das eigentlich jedem empfehlen, der drei Fragezeichen mag, wird auch diesen Film mögen. Ja, und das war also unser gemeinsames Kinoerlebnis.
Ja, Simone und ich sind alleine zu Hause, weil Stefan mal eben frische Luft schnappen gegangen ist. Keine Ahnung, wo genau hin. Allerdings überrumpelt er uns ja mal ganz gerne mit der... Was ist jetzt so lustig? Ich muss gerade lachen. Frische Luft schnappen, kennst du sowas? Nee. Natürlich kenne ich das. Er geht einmal um Pudding, sagt man in Bremen so. Auf jeden Fall, wir hören das ja, wenn Stefan bei uns hier vor der Tür steht und da er uns oft mit der Kamera überrascht, machen wir das selber auch mal bei ihm. Ja, wir haben hier eine Fragerunde gemacht bei Instagram, wo man halt Fragen stellen kann und die kompliziertesten Fragen muss er in kürzester Zeit beantworten, weil wir dann nämlich direkt die Tür aufreißen werden und ihn ausquetschen. Damit. Genau. Wir sind gespannt. Hallo Stefan, komm mal rein, wir haben ein paar Fragen an dich. So, und zwar hier auf die Schnelle. Wie lange arbeitest du denn schon bei Becks? 39 Jahre. Was ist dein schönster und emotionalster Moment? Sag jetzt nichts Falsches. Soll ich sagen, meine Hochzeit mit dir oder was? Nee, bitte nicht. Weiß ich gerade nicht. Wie hast du Simone kennengelernt? In Fesselhöhe wurde früher als Kinder zusammen gespielt. Ja. Was war früher dein Traumberuf? Polizist. Wie kam es dazu, dass John John heißt? Ja, ich glaube, es kommt, wir wollten einen Namen haben, der nicht jeder hat und es kommt von Terminator. Ein Jahr kein Bier oder ein Jahr keine Simone? Ein Jahr keine Simone. Wann steht der Dodge in der Garage? Wenn du ihn bezahlst. Was sind noch Lebensträume von dir, die du noch nicht erfüllt hast? Oh, eigentlich, ich wiederhole noch alles, was schön war. Hab keine Lebensträume. Und abschließende Frage, 8x7? 56. Vielen Dank fürs Mitmachen, vielen Dank für eure guten Fragen. Ja, jetzt bin ich hier allein zu Hause mit der Kamera. Normalerweise wären wir jetzt im Feldmanns gewesen und John hätte schon sein Zeugnisgespräch hinter sich, aber es kam alles ein bisschen anders. Hier kam so ein Bild von Simone. Ja, das ist John. Und die beiden kommen gleich nach Hause und werden wir euch mal erzählen, was denn so vorgefallen ist. Aus dem Krankenhaus. John hat sich nämlich vorhin draußen im Straßenloch irgendwie den Fuß umgeknickt, vertreten, wie auch immer, und konnte überhaupt nicht mehr laufen. Was für eine Aufregung, ich erzähl gleich drinnen in Ruhe weiter. Ja, wir waren draußen auf dem Weg. Dunkel, stürmisch alles. John sagt noch, lass uns durch den Wald gehen. Ich sag, nee, wir gehen nicht durch den Wald, wenn es windig ist, wegen der Äste, die einem auf den Kopf knallen können. Ja, also sind wir über die Straße gegangen. Und von dort aus sind wir dann quasi auf so einen, wenn man ja auf so einen Bordstein geht, bin ich draufgegangen. Allerdings war an einer Stelle ein Loch, das habe ich sogar gesehen. Dachte ich aber so, ja, ist nichts weiter. Bin ich dann drüber gegangen und ja, bin dann da irgendwie ein bisschen umgeknickt, bin dann noch so ein bisschen da drin ausgerutscht und dann wollte ich direkt wieder aufstehen, bin nochmal fast hingefallen, weil irgendwie, wenn das jetzt der Fuß ist, tat irgendwie das hier alles komplett weh bei jedem Auftreten. Genau, ja. Und dann haben wir erstmal ein Taxi gerufen, sind in die Notaufnahme, haben gedacht, wir müssen ewig warten, da haben wir zum Glück gehabt. Ja, und es ist nicht gebrochen, wir haben jetzt einen Verband, wir haben Salbe, John darf jetzt den Fuß hochlegen und sich bedienen lassen, würde ich mal sagen. Simone stellt es gerade so dar, als wäre es ein Weltuntergang und als wäre ich jetzt schwerst erkrankt. Ich möchte das nicht ausnutzen. Also das ist Simone, die das so betont. Genau, ich mache das sehr gerne. Ich kümmere mich um dich.
Wir sind also jetzt erstmal alle erleichtert. Schuld sind auf jeden Fall Bremens schlechte Straßen. Natürlich, ja. Und ich bin auf jeden Fall froh, dass es so glimpflich ausgegangen ist, auch im Hinblick auf den geplanten Urlaub natürlich, ne? Bla 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 bla. John, geht's gut. Hast du schon mal so ein Ding am Fuß gehabt vor kurzem? Ja, genau im selben. Verfluchte Fuß. So, jetzt Pizza bestellen. Hast du doch schon gemacht. Nee, hab ich nicht geschafft. Ich war ja so schnell wieder hier. Gut. Ja, was da jetzt genau passiert ist, also was sie gemacht haben noch, als wir dann da halt jemanden gehabt haben, haben die erstmal halt, natürlich muss ich ihnen erzählen, was passiert ist, und daraufhin haben sie sich das Ganze mal angeguckt. Ich habe das genau wie gerade eben erklärt, wenn das der Fuß ist, dass es hier weh tut beim Auftreten, haben sie es einmal abgetastet, dann haben sie mich halt gefragt, ob es weh tut, tat nicht weh, da dran zu drücken, so halt nur das Auftreten. Dann sollte ich mich einmal auf die Zehenspitzen stellen, haben sie sich den Fuß dann nochmal angeguckt und dann haben sie das dann nochmal alles abgetastet, und das waren halt zwei, und der eine hat dann halt da auch ein bisschen gedrückt, und dabei habe ich auch gemerkt, es hat einmal richtig geknackt und irgendwie so auch so, keine Ahnung, so Klick gemacht. Das hat auch schon einiges getan, aber was ich jetzt halt noch machen soll, ist so die nächsten Tage den Fuß hochlegen. Mit oder ohne PlayStation? Die haben gesagt, am besten mit. Sie dampfte eben noch und jetzt werde ich mal verteilen. Das wird aber auch mal Zeit. So, was haben wir denn jetzt hier als erstes? Das sieht aus, weiß ich nicht, entweder Stefans oder Johns. Meine. Deine, bitteschön. Das ist Dutchman, kann ich nur empfehlen, wenn ihr ein Domino's habt. Das ist eine sehr leckere Pizza, das ist nämlich meine. Und das ist Stefans. Ich weiß gar nicht, wie die heißt. Scharfe Salami. Scharfe Salami. Nein, spicy Salami. Gut. Um die teuren Taxikosten zu kompensieren, die der da verbraucht hat, haben wir heute hier wesentlich was gespart bei Domino's. Da gab es nämlich heute die zweite Pizza umsonst. Die erste und dritte leider nicht. Das macht nichts. Wir haben 10,50 Euro hierbei gespart. Und ja, ich wollte sagen, das Ganze ist jetzt... Wir haben Glück im Unglück gehabt und... Ja, mal gucken, wie es weitergeht. Ja, Simone hat auch nur die Pizza, weil sie kostenlos war. Nee, Moment. Meine war umsonst, würde ich sagen. War ja nur ein Scherz. Ach so. Haha. So, nächster Tag. Guten Morgen. Ich bin allein zu Hause. Aus folgendem Grund. Meine Eltern sind arbeiten. Ich soll heute zu Hause bleiben. Schule mache ich hier von zu Hause aus, weil wir haben halt in der Schule eine Plattform, die heißt It's Learning, die verwenden wir. Da können wir so Sachen hochladen, also dort kann man den Unterricht dann auch digital mitmachen. Allerdings ist der Stundenplan heute so, wir haben 2 Stunden Bio, dann haben wir 2 Stunden Profil. Mein Profilkurs ist halt Kunst und da kann man halt schlecht von zu Hause aus mitmachen. Genauso wie die letzte Stunde, die ist Klassenstunde, da sprechen wir halt in der Klasse über Sachen, die demnächst anfallen, also kein wirklicher Arbeitsunterricht, und deshalb ist es dann heute auch schnell erledigt, kann ich mir den Rest angucken, den ich noch mache, aber fange ich mal an. Ja, ich gucke gerade ein bisschen im Internet und gucke mir ein paar Videos an, wo das Ganze erklärt wird, weil wir das Thema noch gar nicht richtig begonnen haben. Wir haben bis jetzt erst 1 Stunde über dieses Thema Unterricht gehabt. Das Thema ist Nervensystem im Gehirn. Und wir haben ja auch so eine Seite schon empfohlen gehabt, über die wir schon öfters in der Schule so Videos geguckt haben, allgemein Naturwissenschaften oder Deutsch- oder Englischunterricht. Also da haben wir auch schon einen Kanal empfohlen bekommen, und hier gibt's jede Menge Videos, wie ich sehe. Ja, auf It's Learning wurde leider nichts Neues reingestellt. Also habe ich zu unserem aktuellen Thema im Internet noch ein bisschen recherchiert und habe ein paar Sachen herausgefunden, was auch die Mission war. So, jetzt habe ich Pause
und frühstücke erstmal was. Dazu bin ich heute noch nicht gekommen, mache ich sonst ja immer vor der Schule. Und ja, bin halt erst um kurz vor 8 heute aufgestanden, da ich halt den Schulweg nicht vor mir hatte, bin ich noch ein bisschen länger im Bett liegen geblieben. Aber was ich schon gemerkt habe, ist, Laufen ist schon mal ein bisschen angenehmer geworden. Nur, ich glaube, ein Schulweg wäre problematisch gewesen. Aber hier zu Hause, wo man eh fast die meiste Zeit sitzt, geht das komplett klar. Wir haben eben gerade ein Paket bekommen. Dieses hier haben wir uns bestellt. Denn unsere Vlogs filmen wir seit einiger Zeit mit der Sony, da ist sie, ZV-1. Das ist eigentlich eine sehr gute Vloggerkamera. Aber auf Dauer haben wir jetzt festgestellt, sind da so ein paar Sachen, die nicht ganz so gut sind. Erstmal ist die Kamera ziemlich groß. Dafür hat sie aber einen tollen Ton, muss ich mal sagen, und einen tollen Windschutz obendrauf. Dann die Bildstabilisierung, die ist manchmal wirklich etwas schlecht. Wenn man mit der Kamera durch die Gegend geht, dann kann man sich noch alle Mühe geben. Es wackelt ziemlich. Und die Kamera filmt in 4K, nur mit 30 Bildern pro Sekunde. Und darum haben wir uns jetzt was bestellt. Ich hoffe, es war die richtige Wahl. War nämlich nicht gerade billig. Wir haben uns nämlich eine neue GoPro bestellt. Oh. Nett eingepackt. Moment. In so einem schönen Case hier. Nur erstmal gucken, wie man das Ganze hier aufmacht. Mit einem Reißverschluss. Und hier drin sind dann die ganzen Sachen. GoPro haben wir hier. Dann haben wir hierbei noch ein Stativ. Ich denke, das hier ist auch für Stativ, dass man das hier... Hier kommt dann die Kamera rein. Und ja, was wir hier noch haben, ein Windschutz. Ein Licht, Akku ist dabei, irgendeine Halterung, weiß ich gerade auch nicht genau, muss ich nachgucken. Und hier noch so ein paar kleine Teilchen. Jetzt haben wir uns ein bisschen damit beschäftigt. Natürlich wieder mal ohne die Anleitung zu lesen, nur mit dieser komischen Bilderanleitung hier. Aber ich denke, jetzt mal die Kamera aufladen und dann mal so eine Probeaufnahme machen. In 30 FPS versteht sich noch, weil wir ja jetzt auch in 30 FPS filmen für dieses Video. Und dann mal sehen, ob sich die GoPro 11 lohnt. So, erste Aufnahme mit der neuen Kamera. Ich hoffe, alles ist okay. Was machen wir hier? Sieht ein bisschen komisch aus. Fahrradfahren, ja. Wie gesagt, gestern ist schon ja was passiert mit seinem Fuß. Und geplant war eigentlich ein schöner Besuch abends im Feldmanns, im Restaurant, nach den Zeugnisgesprächen, wo wir uns dann treffen wollten. Ich bin schon da gewesen und habe auf die beiden gewartet, als dann der Anruf kam, dass aus dem Plan mit dem gemütlichen Abend nichts wird. Und das wollen wir heute nachholen, weil wir uns darauf gefreut hatten. Und da haben wir jetzt eine Möglichkeit gefunden, John, der nicht so gut zu Fuß ist im Augenblick, den schiebe ich auf dem Fahrrad jetzt den kurzen Weg zur Schlachte. Und wie ist es so? Gemütlich. Gemütlich, das glaube ich. Mit Kopfhörern, ja. Einer schiebt, der andere genießt. So, weiter geht's. Da sage ich nur, wer seinen Sohn liebt, der schiebt. Ja, erstmal Prost auf den Schreck von gestern. Und ich muss sagen, natürlich habe ich mir Gedanken und Sorgen um John gemacht, und als das passiert war. Aber ich habe mir natürlich auch Sorgen um meinen Urlaub gemacht. Wenn die Jungs ja eigentlich verreist sind in den Osterferien, will ich mir ja eine schöne Zeit machen. Das habe ich schon in Gefahr gesehen, wenn John sich den Fuß gebrochen hätte. Wie gesagt, ich mache da keinen Drama raus, das ist Simone. So, mal schauen, ob die neue Kamera auch Essen filmen kann. Wenn sie nämlich kein Essen filmen kann, können wir sie nicht gebrauchen. Also bei mir gibt es heute Spaghetti. Bei mir gibt es Penne. Spezial.
Bei mir gibt's Chicken Nuggets mit Pommes. Na, was liegt an? Aufstehen, also darauf warten, dass Simone endlich im Bad fertig wird. Was macht man so während der Zeit? Handy. Kommentare? Oh, okay. Sehr gut. Ja, das macht doch immer Spaß, Kommentare zu beantworten. Vielen Dank für die ganzen Kommentare. Und für das Wochenende habe ich eigentlich noch nichts geplant, aber die Sonne scheint gerade schön. Also ich mag das immer morgens, wenn so das Fenster offen ist und die Sonne ins Zimmer reinscheint. Und Stefan ist soeben auch wieder in mein Zimmer gekommen. Was gibt's? Auch wenn es Gegenlicht ist. Oha, so, es bessert sich. Wir haben unser Hotel für Florida, für unseren Urlaub, nochmal umgebucht, also unser Motel. Wir waren ja eigentlich fürs Motel 6 eingebucht. Aber ich habe darüber einiges gelesen, auch in den Kommentaren, dass da Leute waren, das war nicht so besonders gewesen. Habe ich auch vorher schon gelesen gehabt, ist halt ein Motel 6. Und es war natürlich auch von der Lage her für den Universal Studios ziemlich weit weg, muss ich mal sagen. Es war halt da, wo wir in Florida früher immer gewesen sind, in Kissimmee. Jetzt haben wir umgebucht, können wir gleich mal zeigen, ein anderes Motel und noch ein Upgrade gemacht heute Nacht übrigens für ein besseres Zimmer mit besserer Aussicht, Superior Room, das haben wir so nebenbei gesagt. Ja, hier haben wir das Hotel, was ich ausgewählt habe, Aventi Palms Resort and Conference Center. Hat für mich einen sehr guten Eindruck gemacht, muss ich mal sagen, vor allem für den Preis. So, hier haben wir auch schon stehen, tolle Lage, wenn man sich so die Bilder anguckt. Also hier gleich in der Nähe dieser Badepark von Universal, kann man sogar sehen. Ich denke mal, so sehen die Zimmer aus, so ungefähr. Sind wir besser als beim Motel 6 auf jeden Fall. Was sagst du dazu, John? Ich finde, die Zimmer sehen auch gut aus. Also sie werden wahrscheinlich nicht so gut aussehen wie auf den Bildern, aber wenn die Betten wirklich so groß sind, dann kann man sich damit sehr zufrieden geben. Ja, wir wohnen hier in dem Tower auch und haben auch noch ein Upgrade gebucht. Übrigens habe ich noch gemacht in der Nacht für 60 Euro mehr. Ein Zimmer mit besonders guter Aussicht. Ja, und hier so ein Pool, wo man dann ausspannen kann nach den harten Tags im Park. Oder mal in der Mittagspause, mal sehen, wie wir das hinkriegen. Also für mich. Lobby gibt es auch noch. Ja, macht einen sehr guten Eindruck. Mal gucken, was draus wird. Wir freuen uns. Auf jeden Fall. Volle Pulle. Ja, bis es soweit ist, dass wir wieder über den großen Teich fliegen, dauert es noch ein bisschen, kehren wir also zurück in den normalen Alltag. Und Hauptthema dieses Videos ist dann ja leider die Tatsache mit Johns Fuß. Wie ist denn so gerade? Also, ich habe jetzt festgestellt, wenn ich einen Schuh anhab oder so, fällt mir das viel einfacher zu laufen, weil, keine Ahnung, ich lege meinen Fuß irgendwie so da gerade hin und wenn das halt komplett flach ist und ich den dann halt aufsetze, also rennen wäre jetzt glaube ich blöd, aber sonst geht das komplett klar. Okay. Das ist in Socken oder Barfuß schlimmer. Ja, und wir kommen jetzt gleich an die Stelle, ich weiß auch nicht genau, wo es passiert ist, aber wir kommen jetzt an die Stelle, wo es dann geschah, im Dunkeln. Ist noch weit oder? Nö, da vorne. Gut, wollen wir mal gucken, ob Bremen Straßen schuld waren oder Johns Trotteligkeit. Wollen wir mal sehen. Tada! Hier ist passiert. Und wie gesagt, das Blöde an der Sache ist, John wollte hier durch den Park laufen. Ich habe im Sturm gesagt, nein, machen wir nicht, wegen der Äste, die vielleicht runterkrachen. Wir gehen auf der Straße und... Kannst du mal zeigen, wie es ungefähr passiert ist? Oh. Also, ich wollte hier hoch, natürlich mit dem anderen Fuß, und bin dann da drin so hängen geblieben und bin dann noch so ein bisschen ausgerutscht. Ja, und John, der ist mir gleich weggesackt. Also der ist gleich zu Boden gegangen sozusagen. Aber ich bin froh, dass es ihm schon besser geht. Gut, wenn man jetzt bedenkt, dass es dunkel war, dann würde ich tatsächlich auch sagen, dass John da nicht so ganz schuldig ist, sondern wenn dieser Bordstein
normal gewesen wäre, wäre ja auch wahrscheinlich nichts passiert. Gut, wir haben Wochenende. Wir sind froh, dass John uns überhaupt folgen kann. Was machen wir jetzt? Ja, wie immer, nicht gefrühstückt. Was machen wir? Wir suchen uns jetzt was zu essen. Ja, wahrscheinlich geht's zum Feldmanns, wo wir in diesem Vlog ja schon mal waren. Aber egal. Und da sind wir auch schon. Im Feldmanns, wie angekündigt. Ja, und wo ich hier mein leckeres Getränk vor mir sehe, da wollte ich mich nochmal bedanken. Oder was heißt bedanken? Ja, wir haben ja zu unserem veganen Test, das ist übrigens nämlich auch hier vegan, haben wir ja sehr viele Reaktionen bekommen. Und uns ist natürlich klar, wir haben den Test, wer es nicht gesehen hat, wir haben also vegane Burger bei Burger King probiert. Ist natürlich klar, dass es das kein hochwertiges veganes Essen dort ist, so wie ja auch der normale Burger mit Fleisch auch kein hochwertiges Essen ist. Es ist eben Fast Food. Wir wollten damit auch keinen richtig veganen Test machen, wollten aber nur mal probieren, wie diese veganen Ersatzburger denn schmecken. Und ich habe ja gesagt, mir haben sie nicht geschmeckt und ich werde sie auch dort nicht wieder bestellen. John meldet sich gerade zu Wort. Ja, wir haben da auch natürlich, also ich kann es verstehen, wenn sich da ein paar Veganer geäußert haben. Wir haben uns schon ein bisschen daneben genommen, würde ich nicht sagen. Aber wir, das kann man schon falsch verstehen, aber ich muss sagen, ich kann einfach nicht vegan leben. Das könnte ich nicht und wir haben auch nicht insgesamt gegen den veganen Lebensstil gemeckert, halt nur, dass uns die Burger nicht geschmeckt haben. Ich muss sagen, Respekt an jeden Veganer, ich könnte das nicht so ohne Fleisch. Das würde ich wirklich nicht aushalten. Ich glaube, nicht mal eine Woche. Muss ich auch sagen, also ich habe das ja nicht mitprobiert, aber die Umstellung vegan ist für mich einfach zu krass. Ich hätte da in der Küche auch gar keine Lust zu mit diesen ganzen Ersatzprodukten und ich möchte Käse essen, ich möchte Milch trinken und ich habe schon ganz viel, na nicht viel, naja, zwei Sorten Hafermilch mal ausprobiert. Ich mag das einfach nicht. Ich mag das auch nicht im Kaffee Hafermilch, ja. Finde ich furchtbar und vegetarisch ist vielleicht der erste Schritt dahin. Ist auch schwierig, aber vegan, nee, dankeschön. Ich sehe schon, das wird wieder neue Kommentare geben. Könnt ihr gerne schreiben, also wie gesagt, wie Simone schon sagt, man will ja auch, man hat, oder John hat es glaube ich gesagt, man möchte ja nichts gegen Veganer sagen. Jeder hat seinen Stil, Lebensstil, den er finden muss. Ich habe meinen gefunden. Ich meine, ich kann mich nicht mehr umerziehen. Aber ich muss mal sagen, hier im Restaurant, wo wir gerade sind, haben wir mal eben geguckt, gibt es außer Pommes kein einzig veganes Gericht. Und ich habe es in den Kommentaren, in den Antworten oft geschrieben. Aber so denke ich auch wirklich, wenn es qualitativ hochwertig veganes Essen geben würde, das dürfte natürlich dann keine Bratwurst, kein Schnitzel und kein Käse sein, denn ich finde, diese Begriffe dürften in der veganen Kost gar nicht mehr auftauchen, denn eine Bratwurst, die ist nicht vegan, die ist aus Fleisch und ein Schnitzel ist nicht vegan, ein Schnitzel ist ein Fleischbegriff und der Käse ist es übrigens genauso, also Käse ist Käse und nicht ein veganes Produkt aus Kokosöl und irgendwelchem Farbstoff, wie ich da bei Burger King gelesen und gelernt habe. Wenn man das ein bisschen trennen würde, ich glaube, dann könnte man auch mich überzeugen, öfters mal sowas zu essen, wenn man nicht versucht, diese Fleischprodukte vegan nachzumachen. So, das nochmal zum Thema vegan. Habt ihr noch was dazu zu sagen oder war es das? Nein, ich meine, man hat hier viel gehört, so, ja, ich möchte nicht so und ich möchte nicht so. Ich kann auch verstehen, wenn jetzt jemand sagt, ja, und Tiere möchten leben, aber das ist halt einfach von der Gesellschaft so beigebracht worden und das ist dann halt normal geworden und dann habe ich mich halt dran gewöhnt. So. Weil genau. Ich wurde auch schon des Öfteren auf Insta angeschrieben, wie was mir einfällt, Fleisch zu essen. Okay, doch noch eine Sache eben, worauf man natürlich achten kann und achten muss, ist vielleicht darauf, dass man achtet, wo das Fleisch herkommt, dass man möglichst wenig aus Großfleischereien kauft, dass man vielleicht darauf achtet, dass die Tierhaltung eingehalten wird, dass das aus einem regionalen Bereich kommt, das Fleisch. Wenn man das, glaube ich, einhält, dann hat man auch schon sehr viel fürs Tierwohl getan. Und ja gut, machen wir das, zu einem Teil machen wir das auch schon. Sicherlich darf man auch nicht mehr zu Burger King gehen. Aber man muss ja auch nicht immer nur zu einem Teil das tun. So halte ich es zumindest. Also ich bin nicht mehr umerziehbar komplett.
vielleicht die junge Generation, wie zum Beispiel John. So, also bei mir gibt es jetzt heute ein Baguette, Baguette España mit scharfen Peperoni. Total lecker. Lass ich mir jetzt schmecken. Weiter geht's. Ja, was bei mir auf dem Teller liegt, Pommes. Ich bin vegan geblieben. Quatsch, nein, natürlich nicht. Es gibt Chicken Nuggets und bei Stefan gibt es Grünkohl. Oder? Oder was ist das? So, Restaurant verlassen, kommen wir zu einer neuen Sache. Ich muss noch was erzählen, was so vorgefallen ist. Ich hatte mir einen leckeren Schokoladenpudding. Den leckersten Pudding, den man sich so als Schokoladenpudding vorstellen kann, hat Simone für mich mitgebracht gehabt und auch einen für John. Hatte mir meinen Pudding aufgespart. Ja. Jeden Tag, wenn ich am Kühlschrank war, habe ich diesen Pudding da stehen sehen. Habe gedacht, den spare ich mir auf für morgen. Ja, das war so jeden Tag. Ich mache den Kühlschrank auf, sehe den Pudding da schön stehen und denke, ach, könnte ich jetzt essen, aber ich nehme ihn erst morgen. Gestern war es soweit. Wir waren beim Abendessen gewesen. Ich hatte Hunger auf Schokoladenpudding. Ich dachte, Simone, wenn du in die Küche gerade mal gehst, bring bitte den Pudding mit. Was hat Simone gesagt? Weiß ich nicht. Da höre ich gar nicht mehr hin. Welchen Pudding? Da ist keiner da. Da fragt man sich, was ist mit dem Pudding passiert? Frage ich mich auch. Erzähl. Ja, was soll damit passiert sein? Er wurde gegessen. Von wem? Von mir, nehme ich an. So, und darum habe ich gesagt, wird John mir heute diesen Pudding nachkaufen. Und zwar in dreifacher Ausführung. Dreifach? Ja, drei Stück kaufst du für mich. Warum? Weil du zwei gehabt hast und einen kriege ich zur Entschädigung. Nee, wenn ich dir zwei Stück hole, dann hast du schon einen mehr. Es waren zwei da, einen für mich, du hast einen für deinen Pudding gegessen und meinen Pudding gegessen. Also zwei und einen zur Entschädigung ist der dritte. Nein, du hättest eigentlich einen bekommen und zur Entschädigung bekommst du einen zweiten. Also bekommst du zwei Schokopuddings. Wie viele hast du gehabt, wie viele Schokopuddings? Zwei. Ja, und ich krieg nur einen oder was? Nein, zwei. Ich hol doch zwei, dann hast du zwei. Verstehst du es nicht? Bist du gesucht dafür? Simone wird es erklären, wie es ist. Immer einmal mehr als du. Immer zweimal mehr also, wie du. John. Du hast zwei gehabt, Papa hat zwei gehabt, aber ein hat keine zwei gehabt. Nein, deswegen kriegt er jetzt zwei und blablabla, bla, bla, das endet hier im Monolog. So, jeder hätte einen bekommen, weil zwei da waren. Also, hole ich, hab zwei gegessen. Es war für mich auch nur, geh mal raus, das ist peinlich. So. Also, wir hatten zwei da. Einen hätte ich essen sollen und du hättest einen essen sollen. So, zur Entschädigung bekommst du dann quasi schon einen, wenn ich dir zwei hole. Aber du hattest doch auch schon zwei. Papa muss doch besser sein. Der kapiert das einfach nicht. Das ist so dämlich. Also, das kann echt nicht wahr sein. Also, FIFA holst du jetzt für mich drei Puddings? Nein, zwei. Das sieht doch schon mal sehr lecker aus, würde ich mal sagen. Die Puddings werde ich mir richtig schön schmecken lassen. Hätte ich dich heute erwartet, hätte ich Pudding da. Pudding. So, und ich würde sagen, das war's mit dem Vlog. Ja, wenn es euch gefallen hat, liken, abonnieren. Tschüss, ich mache jetzt ein Mittagsschläfchen mit Wärmflasche. Unser kleiner Warmduscher. Ja, mach's gut. Tschüss.